mag keine Felsen, die den Nomad unter sich begraben könnten. Selbst wenn sie noch so interessant sind. Wie haben Sie das alles eigentlich gelernt? Es macht nicht den Eindruck, als hätten Sie besonders viel Hilfe gehabt. Hatte ich auch nicht. Und die Antwort lautet, ich habe viele Fehler gemacht. Fehler gemacht, überlebt, wütend geworden, aufgestanden und gelernt, den Fehler nicht zu wiederholen. Dabei hätte mir auch niemand helfen können. Das musste ich alleine hinkriegen. Interessant. Die Sache ist nur, nicht alles funktioniert für jeden. Man muss seinen eigenen Weg finden. Und meinen kenne ich. Noch mehr von Pibis Relikttechnologie. Registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Warnung, extreme Strahlenbelastung registriert, Pathfinder. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Thank you.
Warnung, extreme Strahlenbelastung registriert, Pathfinder. Sie sagten, Ihr Vater hat Ihnen das Schießen beigebracht? Die Grundlagen. Die coolen Sachen habe ich später von einer batarianischen Söldnerin gelernt, die Mitleid mit mir hatte. Sie war großartig. So alt wie die Sterne, hatte alles gesehen. Ich wünschte, Sid hätte sie kennenlernen können. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Achtung, Geißel voraus! Wir hatten im Großen und Ganzen echt Glück mit der Crew. Gil, Callow, Suvi. Vor allem Suvi. Auch unter Stress immer überlegt und cool. Und diese Stimme. Wenn man sich in eine Stimme verlieben könnte, dann in ihre.
Was für ein Anblick. Wow, das ist atemberaubend. Temposchwelle! Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Gil hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Die Nexus ist seit Monaten hier, aber das hat nicht gereicht, um alles zu erkunden. Anomalie auf den Sensoren. Pathfinder, hätten Sie kurz... Ryder, richtig? Carrie Tavassa, selbstständige Dokumentarfilmerin. Das ist Hakim, mein Produzent. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Worum geht es denn? Direktor Tan hat mich um eine aufbauende Dokumentation über die Initiative gebeten. Im Klartext, ich soll unsere Probleme mit Regenbögen übermalen. Aber unsere Probleme sind nun mal auch unsere Geschichte. Die Leute verdienen die Wahrheit und keine Propaganda. In einer Krise ist Hoffnung aber vielleicht wichtiger als schmerzhafte Wahrheiten.
Das war auch Tans Argument. Aber wem hilft es denn, wenn wir so tun, als wäre alles in Ordnung? Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte, nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Okay, interviewen Sie mich. Also dann. 14 Monate sind vergangen und die Nexus ist noch immer nicht fertiggestellt. Wir vermissen mehrere Archen und haben Leute verbannt. Es ist schwer zu glauben, dass unser Plan so aussah. Und doch bezeichnen unsere Anführer das alles als erwartete Probleme. Würden Sie dem zustimmen? Es gibt keine Expedition, die nicht mit Feinden oder mangelnden Vorräten zu kämpfen hätte oder sich auch einfach mal verirrt. Wir werden mit all diesen Problemen fertig werden. Es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Tan wird das lieben. Aber wenn es ihre Meinung ist, wird sie auch so gesendet. Unsere Bandbreite lässt nur Momentaufnahmen zu. Deshalb war es das fürs Erste. Aber ich werde mit weiteren Fragen wieder auf Sie zukommen. Verlassen Sie sich drauf. Sie waren großartig. Ich mache mich gleich an den Schnitt. Hallo. Nicht... Schieben Sie die Kiste nicht von der... Sie haben... Behalten Sie hier hinten alles im Auge? Ja, ich versuche zwar, die Kontrolle zu behalten, wenn wir weg sind, aber es ist schön, auch mal persönlich alles zu überprüfen. Der Landgang dient eigentlich der Entspannung. Nehmen Sie sich frei. Gönnen Sie sich eine Massage. Können Turianer sich überhaupt massieren lassen? So ähnlich. Vibrationen des Panzers durch Hammerschläge. Oh, nichts für mich. Ich sehe lieber bei anderen Leuten zu. Ich habe gehört, Sie waren unten auf Eos. Haben Sie etwas Neues in meinem Fall herausgefunden? Sie sind ein Lügner. Das Universalwerkzeug hat Sie über die Leiche gebeugt aufgenommen, wie Sie zugeben, ihn getötet zu haben. Was? Moment, das ist nicht... Was wollen Sie hier abziehen? Sam, abspielen. Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Okay, scheiße. Damit ist mein Schicksal wohl besiegelt. Aber Ihr Schuss ging daneben. Ein Schuss der Cat in den Rücken hat Reynolds getötet. Ist das Ihr Ernst? Ich bin unschuldig? Was für ein Glück! Das Urteil muss widerrufen werden! Die Strafe aufgehoben! Ich werde zu Tan gehen und ich habe vielleicht eine andere Meinung. Sie haben versucht, alles zu vertuschen.
Hören Sie, es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Aber wenn mein Schuss daneben ging, bin ich unschuldig. Ganz einfach. Wir werden sehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Direktor, ich habe diesen Mord untersucht. Nilken hat es nicht getan, aber es gibt Beweise, dass er es vorhatte. Ach, wie bedauerlich. Wir versuchen, den Leuten ein Gefühl von Stabilität zu vermitteln. Ihnen zu zeigen, dass sie sich auf unsere Führung verlassen können. Außerdem legen wir die Basis für ein Rechtssystem hier in Andromeda. Und nun das. Ein verurteilter Mörder, der den Mord nicht begangen hat. Solche Dinge sind nur selten einfach schwarz und weiß. Das ist mir bewusst. Wenn wir die Beweise zurückhalten und das Urteil bestehen lassen, verbannen wir einen Mann für ein Verbrechen, das er technisch gesehen nicht begangen hat. Heben wir das Urteil auf, schenken wir einem Mann die Freiheit, der die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte und es dann vertuscht hat. Ihre Nachforschungen haben die Angelegenheit verkompliziert. Also sollten Sie auch die Verantwortung für Ihren Ausgang tragen. Verbannen wir ihn wegen Mordes? Da unten herrschte das reinste Chaos. Es ging um Leben und Tod. Aber sein Schuss hat Reynolds nicht getötet. Wir müssen ihn gehen lassen. Sie sind ein äußerst sachlicher Mensch. Ich hoffe nur, wir werden es nicht bereuen. Aber gut, damit wäre es entschieden. Er wird für seine Rolle in diesem Chaos gemeinnützige Arbeit leisten. Aber er ist ein freier Mann. Zumindest können wir diese unangenehme Angelegenheit jetzt hinter uns lassen. Update aus dem Maschinenraum. Wir arbeiten derzeit daran, Zugriff auf weitere Energie von der Hyperion zu erhalten. Solange die Energiekopplung nicht abgeschlossen ist, werden alle unkritischen Reparaturanfragen zurückgestellt. Ich kann es kaum glauben. Du bist frei. Oh, Pathfinder. Das verdanken wir nur Ihnen. Ja, ich bin froh, dass Sie das Richtige getan haben, Ryder. Sie sollten sich in Zukunft besser unter Kontrolle haben, Nilken. Was? Was meint er denn damit, Liebling? Erzähle ich dir später. Lass uns einfach nach Hause gehen. Die Crew der Tempest wird aufgefordert, sich umgehend im Dockbereich zu melden. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Bahntechniker, bitte melden Sie sich am Ankopplungsbereich der Hyperion.
Ich mach's wieder. Pathfinder, ich bin Nigel McCoy, frisch aus dem Kälteschlaf. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos eine Siedlung errichten wollte. Das ist schrecklich. Mein Beileid, Nigel. Ja. Wir wollten hier draußen gemeinsam Familien gründen. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten. Mein Bein fühlt sich schon wieder besser an. Ryder? Ace, wie geht's der Wunde? Der Arzt sagt, ich werde es überleben. Und so wird aus einer lebensbedrohlichen Schusswunde eine Geschichte, die ich eines Tages meinen Enkeln erzählen werde. Und Sie müssen nicht mal übertreiben. Der Kampf auf Habitat 7 war wirklich hart. Ich bin nur froh, dass ich nicht auf der anderen Seite stand. Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. Wollen Sie das wirklich tun, Nirken? Ja, es ist besser so. Was ist besser so? Ich versetze Nirken zurück in die Stase. Das Urteil wurde revidiert, aber trotzdem behandelt mich jeder wie einen Mörder. Als Mariette die Wahrheit erfuhr, hat sie mich verlassen. Ich will nur noch schlafen und erst wieder aufwachen, wenn die Wogen sich geglättet haben. Klar, laufen Sie nur vor Ihren Problemen weg. Ein passendes Ende.
wird aufgefordert, sich umgehend zum Doktor einzumelden. Pathfinder, ich habe Ihnen was zu sagen. Gibt's ein Problem? Ihr Vater ist mein Problem. Er ist unser aller Problem. Wir bezahlen alle für Alec Ryders Ego. Er hat Jean Garstons Vertrauensseligkeit ausgenutzt und uns an diesen gottverlassenen Ort verfrachtet. Jetzt ist sie tot und wir werden ihr alle bald folgen. Hey, mein Dad ist für diesen Traum gestorben. Er hat versucht, die Sache für uns alle wieder in Ordnung zu bringen. Toller Traum. Von wegen in Ordnung gebracht. Fahren Sie zur Hölle, Pathfinder. Ryder. Sie sind nicht auf der Brücke, Captain? Wir haben sie abgeschaltet. Wir können uns keine Energieverschwendung leisten. Die Kryostation und der Sam-Kern sind davon ausgenommen. Und ich habe ihnen gesagt, sie sollen die Finger von Alex Quartier lassen. Sie haben jetzt Zugang. Danke. Hey. Es tut mir leid wegen ihres Vaters. Er war wirklich gut in dem, was er gemacht hat. Wenn auch nicht im Umgang mit anderen. Mit seiner Einschätzung, dass wir den Planeten erkunden sollten, lag er allerdings richtig. Ich wünschte, er wäre noch hier. Er hätte mir so vieles beibringen können. Bisher haben Sie sich doch ganz gut geschlagen. Sie schaffen das schon. Lassen Sie es mich wissen, falls ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen kann. Was machen Sie jetzt, nachdem die Hyperion angedockt hat? Normalerweise würde ich das Auftauen der Kolonisten überwachen. Allerdings wurde das vorerst zurückgestellt. Wie man hört, arbeiten sie aber schon daran, das Problem zu lösen. Viel Glück dabei! Hätte Ihnen jemand vor 5 Jahren erzählt, dass Sie heute in Andromeda sein würden? Ernsthaft? Ich hätte ihn einfach nur ausgelacht. Allerdings ist unsere derzeitige Lage auch nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Aber wir alle wussten, dass die Bedingungen bei unserer Ankunft hier möglicherweise nicht perfekt sind. Wenn man sich verpflichtet, hofft man auf das Beste und rechnet mit dem Schlimmsten. Warum haben Sie sich der Initiative angeschlossen? Wir sind weit von zu Hause entfernt. Wie hätte ich es nicht tun können? Ich liebe meinen Job. Hierher zu kommen, das alles, war einfach der logische nächste Schritt. Unter neuen Sternen zu segeln, neue Welten zu entdecken. Welche anständige Entdeckerin würde sich so eine Gelegenheit entgehen lassen? Danke für Ihre Zeit. Nun, wie auch immer. Auf mich wartet Arbeit. Ich muss Anfragen einreichen, Administratoren schikanieren und einige Leute aufwecken. Viel Glück da draußen.